Komm, noch, dann noch einmal das Solo-Theater. Hier sind genug Dienstleistungen, aber hier würde sich eine Nahrungsverarbeitungsanlage lohnen. Ja, die haben ziemliche Verluste hingenommen, würde ich behaupten. Construction complete. Das müssen wir bis zum nächsten Krieg auf jeden Fall behoben haben. Ground invasion force has seized a planet. Das. Kriegsziele durchsetzen. Ja, möchte ich auch. Also wir kriegen auch... Habe ich einen Anspruch gestellt auf das System? Ja, habe ich. Dann Kriegsziele durchsetzen. Building ruined. So, und tschüss. So. Wie verfahren wir weiter? Jetzt sind natürlich die ganzen... Ernsthaft? Die ganzen Daten sind jetzt weg? Pass auf, wir übergeben einmal das System. 23. Ja, dass euch das gefällt, habe ich geahnt. Wie mit dem Restverfahren können wir uns später überlegen. Zitadelle. Nee, das ist keine Zitadelle. Es soll eine Zitadelle werden. Störsender. Störfeldgenerator, Kommandozentrum. Da muss auch, sollte vielleicht auch ein Sternentor hin. Andererseits habe ich hier das. Ich glaube, um Border Gore kommen wir nicht drumherum. Das wird nichts. So, du kannst dich dahin zurückziehen. Du auch. Habe ich eigentlich inzwischen... Genau, inzwischen habe ich die hier. Das ist direkt nochmal besser. Construction complete. Exotische Gase. Also was war mit dem Drachen hier? Ich habe halt echt die Befürchtung, dass das mega schief geht, wenn wir jetzt versuchen, den zu zerstören. Nein, ich möchte... Ihr habt eine mächtige Flotte, ja. Okay, dann habe ich auch schon den Bonus für die Kampfstärke, aber ich weiß gerade nicht... Ich weiß gerade echt nicht, wie heftig der ist. Hulks vivisected. Construction complete. So, wie sieht es eigentlich aus? Eure Föderation ist jetzt weg, ne? Genau. Was ist mit Ägypter? Haben die sind wohnhaft. Okay, dann braucht ihr eigentlich gar nicht
so mega angepisst zu sein, abgesehen davon, dass ihr halt gerade erobert worden seid. Aber hey, passiert. Ihr habt hier eine Festung. Warum auch immer. Kristallminen. Stauberntefallen. Verbraucht Konsumgüter wie sonst was. Aber ansonsten soweit positiv. Wenn ich eine Festung haben will, dann baue ich hier ein Habitat, aber ansonsten brauche ich eher eine Polizeiwache. So, hier sieht es ähnlich aus. Wobei ja aus irgendeinem Grund massiv viele Stadtdistrikte sind. Warum? Wollten die echt eine Ekumenopolis draus machen? So, ersetzen. Einmal mit Generatordistrikt. So. Star System charted. Was mir noch fehlt, ist das Produktionsministerium, ehrlich gesagt. Ich kann es mir jetzt auch leisten, hier die Produktion einzustellen. Dann werden wir auch genau das tun. Hallo? Hallo? Warum geht das nicht? Dann eben schrittweise, aber es muss getan werden. Es hieß 700 Legierungen und es sind irgendwie erstmal 2000. Warum? Da stimmt doch irgendwas nicht. Na, die zweite Legion kann ruhig hier bleiben. Boah, die waren gerade am Aufrüsten. Construction complete. Ah, dann kann das auch die zweite Legion eigentlich machen. Das ist eigentlich ein Witz, was hier drin ist. Construction complete. Construction complete. Mehr Einigkeit wäre gut. Dann nehmen wir das Monument. Und hier auch. Ja, die Trojaner gehen hier gerade auf Kybernetik. Ich meine, gut, es ist eine Technokratie. Das ergibt eigentlich Sinn, dass sie genau das tun würden. Hulks vivisected. Hier kann ein Sternentor hin. Vessels upgraded. Ich überlege, ob ich irgendwas was richtig Verrücktes tun soll. Star System charted. Aber so weit werde ich wahrscheinlich gar nicht kommen. Einfach weil das zu lange dauern würde. Aber meine Überlegung wäre tatsächlich hier, zumindest eine Baustelle für eine Ringwelt reinzuknallen, in der Hoffnung, dass wenn ich das System den Wikingern übergebe, dass sie dann tatsächlich auch eine Ringwelt bauen. Und dann hätten sie zumindest genug Energie und genug Nahrung. Ich meine, die Asiaten haben die Ringwelt hier wiederhergestellt und nutzen sie auch. Nutzen sie gerade ziemlich... Alter. Die aber auch nur für Energieproduktion. Hier wird keine Nahrung produziert.
Überwältigend. Ja, Vierter Flotte. Die folgen sich gegenseitig. Aber gucken, wir können es ja mal gerade angucken, wie es aussieht. Kinetische Artillerie, Gigakanone. In erster Linie Schilde. Na gut, das macht keinen Unterschied in dem Fall, aber... Ja, wobei eigentlich sind wir sogar ziemlich gut aufgestellt dagegen. Sind die aufgerüstet? Ja, sind sie. Wirbelwindraketen, Schaden von Plattformen. So, sind die hier fertig? Noch nicht. Einigkeit. Okay, jetzt sind sie wieder spiritualistisch. Damit kann ich leben. Aber jetzt mögen sie uns nicht mehr, weil Ungläubige. Construction complete. Euer Ernst? Aber sie sind loyal, solange sie das weiterhin sind. Migrationsabkommen. Construction complete. So, jetzt haben wir eine integrierte Enklave. Plus 5. Wow, hat sich das gelohnt. Wir können aber vielleicht... Aber dafür müssten wir über unser Limit gehen. Produktionsspezialisten. Ja. Mehr Legierungen. So, die sind voll. Dann machen wir einmal den hier. Star System charted. Zwei Jahre noch. Dann haben wir plus 100 in aller Forschung. Technology secured. Megaplexe aufwerten. Hyper Entertainment Forum. Genau, ich habe mich schon gewundert, warum ich die nicht aufbauen kann, die Monumente. Deswegen, weil ich das nie erforscht habe. Hier entsteht gar nicht mal wenig an Einigkeit. So, wie sieht es hier aus? Besteht irgendeine Chance, dass ich bis hierhin vorstoße und das Eltor übernehmen kann?
Vessels upgraded. Technology secured. Sklavenwelt erstellen. Was macht die nochmal? Wachstumsgeschwindigkeit für Bewohner, ja. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Bewohnbarkeit. Mensch, Hyper Entertainment Forum ist das Ding. Kann man das Monument nicht mehr ausbauen? Weil ich möchte nicht unbedingt Gase raushauen dafür. Star System charted. Okay, hier sind Gase und Gase und dunkle Materie. Also möchte ich das System eigentlich auch behalten. Dann haben wir aber so ein komisches... Ich möchte halt eben trotzdem möglichst viel an... Ja, oder ich gebe denen das hier alles noch. Aber möchte ich eigentlich auch nicht. So, die können ihr altes Gebiet an sich haben, aber da sind so coole Sachen. Technology secured. Energiecredits von Jobs ist okay. Du darfst das Deal. Du darfst das Deal. Pass auf, weil wir eben schon zu viele Mineralien hatten. Du darfst das Deal. Migrationsabkommen. So, das gibt uns nämlich dann uns beiden mehr Wachstum. Erkenntnis über das enigmatische Tor. Construction complete. Star System charted. 140 Tage. Wir können mal gerade versuchen rauszufinden, wie es bei denen aussieht von an Rohstoffen her. Ach, okay, die wollen. Okay, ich dachte, das geht so weit bis. Ja, die haben gar nicht so viel. Moment, das... Der Forschungsnexus ist fast fertig, also zumindest die erste Stufe. So, direkt weiter damit. Von 79 auf 78. Okay, das war ein bisschen antiklimaktisch. Thank you.
Das System kannst du mal erkunden. Technology secured. Kulturerbestätte, das ist das, was ich suche. Oh, die Amazonen sind irgendwie wieder total sassy, aber... Über ihre Flottenstärke ist... Mit des Mayas. Flottenstärke ist ebenbürtig. Ja. Also irgendwie mit den Mayas, die laufen gerade so ein bisschen aus dem Ruder. Ja, okay, die Priki sind jetzt aus der Liste raus und die alten Wikinger auch. Und der ergebende Reiche plus 3000. Construction complete. Wir haben noch 100 Jahre bis dahin. Construction complete. Ihre Flottenstärke ist erbärmlich. Wir können versuchen, einen tributpflichtigen Staat hier draus zu machen. Das wäre vielleicht sogar tatsächlich das Beste. Ihre Flotte ist gerade komplett am Arsch. Wirtschaftliche Macht und Technologie sind ebenbürtig. Was haben die alles an Kolonien? 18. Construction complete. Seid ihr inzwischen fertig mit den ganzen Armeen? Sieht gut aus. Construction complete. Via Appia ist... Technology secured. Erhöhte Leistungen. Ja, ich brauche unbedingt mehr Jobs hier. Komm, wir nehmen mal Stufe 1 Fabriken. Wir haben halt echt nichts anderes, was wir hier draufknallen können. Mineralien haben wir ja genug. Psionische Theorie. Komm, einfach nur der Seltenheit wegen. Technology secured. Jetzt, wo der Wissenschaftler stirbt, erinnert es mich daran, dass ich diesen einen Wissenschaftler von den Kuratoren eingestellt habe. Den könnte man ja auch mal nutzen. Tribut verlangen. Relative Macht von Imperium Romanum ist größer oder gleich überlegen. Euer Ernst? Ich kann dafür sorgen, dass ihr gleich uns in allen unterlegen seid. Aber ich find's nicht gut, dass das sein muss, damit ich das überhaupt verlangen kann. Also nur zum Verlangen, damit ich auch den Kriegsgrund dafür kriege. So, einmal eine Rivalität. Beleidigen, Rivalität beenden. Ein Sternentor habt ihr hier. Okay, ich ahne schon, welches System ich übernehmen möchte. Was kostet mich das? 126. Habt ihr irgendwelche Abkommen? Rivalisiert. Geschlossene Grenzen. Oh, ho, 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 ho. Alles klar. Dann erobern wir halt. Geht voll. Frage ist halt, sollte ich vorher probieren... Construction complete. Soll ich vorher probieren, ob ich den Ätherdrachen besiege? Technology secured. Also die Kuratoren sagen, ich kann es schaffen.
Ich habe halt die Befürchtung, dass wenn wir jetzt den Krieg führen, dieses System übernehmen, hätten wir hier auch wieder eine vorgeschobene Angriffsbasis. Das fände ich sehr gut. Problem ist, danach ist erstmal wieder 10 Jahre Waffenstillstand. Und in der Zeit können die sich wieder erholen. Ebenbürtig erbärmlich. Warum? Hier, ihr könnt doch direkt dahin. Komm, da kam eine Regierungsgießerei. Eine Regierungsgießerei, genau. Sehr schönes Deutsch. Da kann eins hin. Und ich hatte doch irgendwo noch eins hingesetzt. So ein Monument. Wo war denn das? Warum braucht ihr flüchtige Teilchen, um besser Nahrung anzubauen? Möchte ich die Erklärung überhaupt wissen? Das ist die andere Frage. So, auf die Gefahren, dass es jetzt völlig schief geht. Aber an sich habe ich eigentlich, weil der Drache keine Schilde hat, die perfekten Waffen dafür. Drachentöter, 300 Einfluss, fügt Rom Drachenmonument hinzu. So, was habe ich verloren? Gar nichts? Okay. So, das Drachenmonument wurde hinzugefügt. Produziert 21 Einigkeit. Ja, warum nicht? Dann ist das nämlich auch erledigt. So, die Frage ist, möchte ich das System auch? Das Ding ist, ich habe gar keine Sternbasenkapazität dafür. So, hier haben wir jetzt auch ein Sternentor, soweit Construction gut. Complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. So, das Ding ist, möchte ich hiervon irgendwas haben. Also eigentlich muss ich die hier schon nehmen, allein um kein Border Gore zu haben. Dann, das hier wäre in der Hinsicht nützlich, dass wir eine Grenze zu den Amazonen hätten. Auf Limes, ja, kümmere ich mich gleich drum. Und dann wäre hier die Grenze. So, wir haben wieder zu viele Mineralien. Da würde ich eigentlich sogar sagen, wir hauen die direkt hier rein. Ich weiß nicht, wie viel es bringen wird, aber vielleicht schaffen sie es ja dann, sich mal gut zu entwickeln, dass sie vielleicht nochmal irgendwann nützlich sind. Hatte ich nicht vorhin ein Wissenschaftsschiff hier hingeschickt?
Zivilschiffe. Ach so, okay. Construction complete. Pass auf. Spring einfach da. Ja, gut. Den Einsprung brauchst du jetzt auch nicht mehr zu machen. Fehlen. Okay, mir wird es gerade echt wichtig, dass wir eine Grenze zu den Mayas haben, weil zu den Amazonen, weil hier die Mayas gerade anrücken. Rivalität erklären. So, wir hatten vorhin mehr Leistungen vergeben. Weil hier auch. Ja, hier fehlen ja auch Jobs. So, was war auf Limes? Auf Limes fehlt auch. Dann machen wir hier normale Legierungsgießereien hin. Die erste Legion hat jetzt. Ich wollte schon sagen, ach, die hat. Okay, die hat gar keine Dinger mehr. Dann können wir jetzt aber mal einen Titanen hinzufügen.